Unser Agent Marty Baum sagte, wenn ihr drehen und auf euch alleine gestellt sein wollt, es sind zwei neue Typen in der Stadt. Menachem Golan und Yoram Globus waren Schwergewichte. Die George Foremans und Muhammad Alis des Indie-Marktes. Canon liebt als einzige Firma das Kino. Kino ist unser Leben. Yoram Globus war der Geschäftsmann. Wo ist mein Geld? Du versprichst und versprichst und zahlst nicht. Menachem Golan, der Filmemacher. Ich sagte, ich kann nicht, ich sterbe. Er antwortete, tu es und stirb dann. Ich hatte eine gewisse Vorstellung, wie ein Filmproduzent zu sein hat. Und Menachem hat nicht wirklich in das Bild gepasst. Sie haben mich nachsynchronisiert, aber die Stimme ist meiner gar nicht ähnlich. Er ist sowas von kein Ninja. Keine Ahnung, hab nie einen Ninja gesehen. Sie waren die Vorreiter für die Weinsteins. Nur, dass denen Qualität wichtig ist. Manchmal drehen wir gute Filme, manchmal drehen wir weniger gute Filme. Aber wir drehen Filme. Eine meiner ersten Fragen war die Höhe ihres Budgets. Sie sagten, oh, 10 Millionen Dollar? Ich glaube, am Ende gaben sie 3 Dollar und 75 Cent dafür aus. Man hielt sie für Schundproduzenten. Es war Schund und davon eine Menge. Das Spiel heißt machen. Nicht rumlabern. Gab es die klare Ansage, sie in zwei Stapel zu packen. Für jeden Chuck einen, den Bronson und den Norris. Welcher ist für Chuck und welcher für den anderen Chuck? Das Publikum war auf den durchgedrehten Wahnsinn in Texas Chainsaw Massacre 2 nicht vorbereitet. Ninja 3 war eine Mischung aus dem Exorzisten und Flashdance. Leute, echt? Das ist krank. Stallone zeigte auf Dolph Lundgren und fragte, der Kerl hat Text. Ich kam mir etwas blöd dabei vor. Clyde, der Orang-Utan, kam ins Büro. Menachem sitzt neben dem Orang-Utan und entscheidet, ihn unter Vertrag zu nehmen. Er war verrückt. Er redete mit einem Affen. Das wird ein Epos des Kinos. Der Blockbuster des Jahrhunderts. Oh Gott, wir stecken in der Scheiße. Sie haben der Popkultur ihren Stempel aufgedrückt. Es ist schwierig, Canon-Films zu sagen, ohne zu lachen. Am Ende des Films hatte ich Tränen in den Augen. Menachem klopfte mir auf die Schulter und sagte, haha, hab ich dich. Ich weinte, weil meine Karriere ins Klo gespielt worden war und ich nicht weiter wusste. Fast wie bei einer Klospülung. Man dreht einen Film, er kommt raus, man spült und dreht einen neuen. Das halte ich von Canon-Films.